It's our time for having fun. I'm gonna party hard until the sun comes up. The music feels so good. Dancing is what I love. We feel the heat tonight. The mood is feeling right until the sun comes up. We're gonna. Hallo meine Lieben, heute sind wir am Set mit der Sarah, ist ja klar, ist ja auch ihr Video. Und ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt. Wir machen gerade Blockbild. Schaut sie nicht umwerfend aus? Hallo! Na? Also, ihr seht schon eine Vorschau. Oder ist es dann schon auf dem Blog? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Aber es wird noch ein bisschen heller. Zeig mal. Wow. Die beste Fotografin auf ganz Deutschland. Genau, sag mal, stell dich mal ganz kurz vor. Hi, ich bin die Marina. Ja. Und ich fotografiere. Und sie ist jetzt unsere neue Fotografin. Yay! Yeah. Yeah. Hi Mädels. Hallo. Also wir kommen jetzt gerade vom Shooting. Oh Gott, wir sind so verliebt in die Marina. Voll geflasht. Gell? Also wir sind, ich glaube, die Marina hat ein bisschen Angst von uns bekommen. Weil wir überhaupt komisch klein waren. Und wir nur so, oh mein Gott, die Bilder. Ja, ach, sie hat so tolle Bilder gemacht. Ja. Also wenn ihr die sehen werdet, dann. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, ne? Immer auf den also Blog müsst, einschalten. Ich verlinke euch mal für eine Marina das Instagram-Profil. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Genau. Und alle mal liken. Und wenn ihr die Bilder seht, die Marina hat auch noch ein Outfit gemacht, so spontan kurz. Das ist so geil. Das ist ein echt Hammer. Das ist, oh Gott, die hat einfach nur Talent, die Frau. So ein wirklich. Talent. Ja. Wahnsinn. Ich freue mich voll auf die Bilder. Ja, jetzt gehen wir zu Marina. Wir müssen jetzt nochmal ein Video drehen. Und dann gehe ich nach Hause. Was machst du? Du gehst morgen nach? Oh, frag nicht. Ich bin voll aufgeregt. Oh morgen Gott. Das Lancôme-Finale in Düsseldorf. Müssen wir alle die Daumen drücken. Aber das ist ja dann schon, glaube ich, vorbei. Ja, stimmt. Das ist ja schon am Sonntag. Oh, dann hoffe, werden wir schon. Bekommst du vielleicht Bescheid? Ja, ja, dort dann. Wird es dann gleich veröffentlicht? Morgen. Also darfst du Bestimmt, ja. Doch. Also dann, ich werde euch dann informieren, ob die Marina es geschafft hat oder nicht. Aber ganz ehrlich. Ich hoffe. Also. Dann brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn man die Konkurrenz anschaut. Doch, hallo. Also, übertreiben. Ich darf sagen, ich bin ja hier, wie nennt man das? Meine Freundin? Ja, aber nee, ich bin parteiisch. Ich bin parteiisch, darum ja, darf ich stimmt, sagen. Das stimmt. Genau. Ja, aber das wird schon irgendwie, auch wenn nicht, ist okay. Ist okay. Dann habe ich halt mal mitgemacht. Dann bekommen die anderen beiden die ganzen Hater-Kommentare Spaß. Nein, das war Spaß. Schreibt denen bloß nichts. Nein, nein. Nachher, die sind nachher auch kommt, ganz nachher lieb. Kommt wieder so ein YouTube-Krieg wie letztes nein, Mal. Quatsch. Die sind ganz lieb, die Mädels. Jede, die es gewonnen hat, hat es verdient. Das stimmt. Aber du hast am meisten verdient. Oh, danke schön. Ja, und was macht ihr Schönes? Ja, wir sind gerade am Königsplatz in Schaut Munich. Mal. Die haben es so hin. Voll das war schön. Schön. Ja, okay, in der U-Bahn halt. Aber da, das sah aus, kommt es sich vor wie in Griechenland irgendwie, ja. Wo wir gerade Bilder gemacht haben. Das war so schön. Am Lehmbach. Nee. Königsplatz. Königsplatz. Ja, aber das oben nennt man doch. Lehmbachhaus war das. Ja. Da haben wir doch. Ja, Bilder. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video anschaut, dann ist bestimmt schon ein Blog-Eintrag online und dann könnt ihr euch das anschauen. Toll. Und ja, ich bin so gespannt einfach. Aber ich glaube, da braucht man eigentlich gar nichts bearbeiten bei den Bildern. Weil die sind einfach Hammer. Das ist ja einfach nur 2-3 Bilder gemacht und die Bilder waren schon perfekt. Ja. Sogar nur das Testbild war schon perfekt. Ja, wir sind so ausgeflippt. Ja. Ich glaube, die Leute dachten oh mein alle. Gott. Also ich glaube, sie dachte erstmal, dass wir verrückt sind. Aha, und die Leute. Und dann dachten, die Leute, genau. Also mich würde es ja nicht wundern, wenn die Marina das nächste Mal sagt: Ey, du Leute, ich will doch nicht mehr mit euch. Ich was machen. Aber ich glaube doch, das war schon lustig. Auch für sie. Wir sind halt zwei verrückte Höhner auf einem Haufen, auf einmal. Das ist ein bisschen schwierig für ja. die, fürs Umfeld, aber ja. Naja. Das macht halt noch okay, umso die mehr Leute Spaß. Hinter uns gucken auch schon blöd. Naja, dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Tschüss. Bis später. Hi, meine Lieben. Ich bin jetzt zu Hause. Und ich habe jetzt gerade die Bilder angeschaut, weil die Marina hat mir die Bilder nämlich schon alle zugeschickt und die sind so toll, oh Gott. Ja, also morgen ist Freitag. Das heißt, wenn ihr meinen Blog-Eintrag von Freitag anschaut, dann seht ihr schon mal die ersten Bilder. Und ja, ich bin gerade auch für den Blog irgendwie am Überlegen, so feste Tage einzurichten. Also so zum Beispiel Montag, Fashion, Dienstag, Beauty, keine Ahnung.
Muss ich mal schauen, ob sich das lohnt, beziehungsweise ob ich es dann eh durchziehe, weil auf dem Blog ist ja eben noch was anderes. Aber ja, auf dem Blog versuche ich ja wirklich so täglich zu posten. Ich hänge gerade ein bisschen hinterher, aber weil ich gerade irgendwie nie länger als zum Schlafen oder zum Duschen zu Hause war, will ich unbedingt noch ein paar Sachen abfotografieren und ich will auch wieder mehr Make-ups fotografieren. Also meine Äuglein, wie ich geschminkt bin. Und dann nochmal wieder ein bisschen was ausgeflippteres Schminken. Aber ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich fand es ein bisschen erschreckend, die Kommentare von der letzten Woche. Also wird es hier teilweise auch ein bisschen gezopft darunter. Ja, wie gesagt, man urteilt natürlich nicht über andere Menschen. Man urteilt über keine Religionen oder keine anderen Länder, weil wir sind alle Menschen, egal ob man jetzt in Deutschland oder in Afrika geboren ist, ob die Eltern jetzt aus was weiß ich wo sind, ist alles wurscht, wir sind alles Menschen und ja, man soll tolerant sein und man muss immer dran denken, dass natürlich die Regierung ihre Finger gern, wie soll ich sagen, die Regierungen hetzen andere Leute gegeneinander auf und wenn ich dann auch so Kommentare lese, ja, aber ihr habt das und das gemacht und die und das und das und das, ganz ehrlich, Leute, dann müsste sich ja jeder hassen. Ich meine, wie viele Kriege gab es denn schon? Dann müsste ja jeder jeden hassen. Da darfst du ja nicht mal deinen Nachbarn in die Augen schauen, eigentlich. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und vor allem, wenn man dann in Deutschland die Diskussionen losstarten über Themen, die gar nicht hierhin gehören. Also, na okay. Ich höre jetzt wieder auf, weil ich kann mich gerade eh nicht gut formulieren, weil ich total müde bin. Aber ja. Also, ja, egal, ich lasse es einfach. Ja, was mache ich morgen? Morgen und übermorgen bin ich für Benefit unterwegs. Und dann nächste Woche erstmal wieder nur bloggen. Da habe ich echt einiges zu tun. Und ja. Ach, wisst ihr, was mir passiert ist? Voll komisch. Ich bekomme die ganze. Das hatte ich schon mal, nämlich vor 3 Jahren. Da habe ich von H&M eine Rechnung bekommen, wo ich gar nichts bei H&M bestellt hatte. Ich habe zweimal in meinem Leben bei H&M was bestellt und es per Nachname gezahlt. Da habe ich schon mal eine Rechnung bekommen von H&M, wo ich anscheinend bezahlt hätte. Ich habe dann auch angerufen und gesagt, sie, ich habe nichts bestellt, bla bla bla. Auf jeden Fall, jetzt bekomme ich jetzt nach 3 Jahren, wo ich jetzt das letzte Mal wieder bestellt hatte, jetzt kommt wieder diese offene Rechnung. Ich verstehe das nicht ganz. Also, die schickt mir eine Rechnung von über 100 Euro, obwohl ich nichts dort gekauft habe, beziehungsweise keine offenen Dinger habe. Ich reg mich total auf. Also, weil nachher bekomme ich irgendwelche Mahnungsgebühren oder sonst irgendwas und ich sehe es auch echt nicht ein, 100 Euro zu überweisen, wenn ich nichts bestellt habe oder wenn ich nichts einfach gekauft habe. Und ja, das regt mich mega auf und ach, da kann ich gerade so abkotzen. Ja, aber ich muss eh noch so viel verkaufen bei. Ah ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich bin gerade eh dabei, wieder auch, wo wir gerade beim Thema nämlich kaufen sind. Ich bin gerade dabei, mega viel auf Kleiderkreisel auf eBay wieder einzustellen. Ich verlinke mal meinen Kleiderkreisel-Account unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich muss jetzt mal schauen, nächste Woche, wenn ich mal einen Tag gar nichts zu tun habe, werde ich mal komplett ausmisten. Ich habe so viel Klamotten und so Zeug, was einfach nur rumliegt, wo ich nur einmal anhatte oder sowas. Die sind wie neu, die Sachen. Und es ist einfach echt schade drum. Lass dich hier nur einstauben. Und ja, das werde ich dann bald machen. Und ja. Mal schauen, vielleicht habe ich morgen oder über. Ah, was ich noch sagen wollte. Ich habe eine, sowas wie eine Glossy-Box bekommen. Aber es ist eine koreanische Box. Ihr habt ja mein Korea Beauty Haul ganz eifrig geklickt, also anscheinend fandet ihr das alle interessant. Ich finde es auch immer mega spannend. Und da hat mich jetzt diese koreanische Firma eben angeschrieben, ob ich denn nicht Lust hätte,
das zu testen. Da dachte ich mir so, ja, nur her damit, damit ich halt diese verschiedenen Marken kennenlerne, weil ich kann die Sachen gar nicht einschätzen und ich gehe da wirklich irgendwie gerade nur nach Verpackung, weil ich die Produkte und die Marken einfach nicht kenne, aber ich glaube, die sind richtig gut und da sind richtig gute Sachen dahinter und ich freue mich da jetzt mega. Also die erste ist gekommen, ich werde das so ein Haul-Video draus machen, das heißt, ich werde mehrere Hauls in einem zeigen oder mehrere Produkte, weil es irgendwie dann nur langweilig, nur eine Sache zu zeigen. Ja, aber da bin ich schon sehr gespannt und ich will ja unbedingt noch eine haben, die sind so cool und die haben auch verschiedene Arten von dieser Box, also ich finde es voll spannend. Ich setze euch mal den Link, falls ihr euch vorab schon mal informieren wollt, in die Infobox. Aber ansonsten kommt zu meiner Review in Anführungszeichen nächste Woche. Und ja, mein Kopf ist total platt. Ich glaube, die Merna und ich und wir haben die Marina heute so zugelabert bis zum geht nicht mehr. Liebe Marina, liebe Grüße nochmal an dich. Und es war so toll und die Bilder sind so schön. Ich warte die ganze Zeit, dass mein Freund jetzt nach Hause kommt, damit ich ihm die Bilder zeigen kann. Ja, oh Gott, das ist so cool und ich bin so gespannt morgen auf die Kommentare oder auf die Reaktion zu den Bildern. Ja, ich würde es am liebsten jetzt schon öffentlich stellen, alle Bilder, aber ja, sonst, ich muss mir aufsparen, sonst habe ich hier wieder keine. Und ja, das Kleid hatte ich übrigens heute auch an, das ist von OAZAP. Das ist, ich verlinke es mal unten in der Infobox, das ist ein mega cooles Kleid. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und habt einen schönen Sonntag, habt einen schönen Abend. Ciao!